Leittiere im Rudel kennen wir alle. Doch Leitmotive in der Literatur? Okay, also Leitmotive dienen oftmals als Interpretationsgrundlage. Und auch im Faust kannst du verschiedene Leitmotive herausfiltern. Welche sind das und wo findest du sie? Diesen Fragen gehen wir jetzt auf den Grund. Los geht's! Ein Leitmotiv ist ein Bild, Symbol oder Thema, das sich durch einzelne Szenen oder durch das gesamte Werk zieht. Dieses Video hilft dir, das durchaus komplexe und vielschichtige Drama Faust besser zu durchdringen. Starten wir mit dem ersten Leitmotiv. Eines der zentralen Leitmotive im Drama sind die Gegensätze Enge und Weite. Direkt damit verbunden ist die Raumsymbolik im Werk. Fausts enges Studierzimmer in der Szene Nacht gleicht einem innerlichen Kerker und verdeutlicht sein enges bzw. beschränktes Wissen. Ein Gegensatz dazu stellt die Weite der Natur dar. Vor allem in der Szene Vor dem Tor verdeutlicht der Austritt aus der kleinbürgerlichen Beschränktheit in die weite Natur den neuen, erweiterten Erkenntnisgewinn. Ebenso stellt Mephisto einen Gegensatz zum Motiv der Enge dar, da er Faust aus seiner beschränkten Welt verhilft und ihn in die weite Welt der Gelüste einführt. Dies ist in der Szene Walpurgisnacht zu sehen. Ein weiteres Leitmotiv ist Höhe und Tiefe. Diese beziehen sich nicht nur auf die Handlungsorte von Gott und dem Teufel, oben, unten, sondern auch auf die Entwicklung Fausts, genau wie die Gegensätze Licht und Dunkelheit. Dunkelheit oder auch der tiefe Fall symbolisiert Fausts Tragödie, die sich bereits in der Dunkelheit und Enge seines Studierzimmers zeigt. Hier steht die Finsternis für Fausts Melancholie und für sein begrenztes Wissen. Sein Faktenwissen reicht ihm nicht aus, er strebt nach Höherem, dem Göttlichen. Ihm soll sozusagen ein Licht aufgehen. Doch jeder Versuch, die ersehnte göttliche Existenz zu erreichen, scheitert und so findet er sich am Tiefpunkt seines Lebens kurz vor dem Suizid. Mephisto tritt als scheinbarer Retter auf, der Faust zu Höherem verhelfen will. Da Mephisto Teil der Hölle, also der Tiefe und Dunkelheit ist, ist fraglich, inwieweit er Faust zu etwas Höherem verhelfen kann. Ebenso wechseln die Tag- und Nachtszenen und damit die Motive Licht und Dunkelheit. Zum nächsten Motiv, Teil und Ganzes. Faust möchte zu einer ganzheitlichen Erkenntnis jenseits des gelehrten Wissens gelangen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Vers 382 folgender. Diese ganzheitliche Erkenntnis ist für Faust etwas Göttliches, das er seiner Meinung nach nur durch Entgrenzungen ins Magische oder durch einen Suizid erreichen kann. Die göttliche Schöpfung steht dabei für das Ganze. Mephisto und Faust dagegen gelten als Teil des Schöpfungsprozesses und sind diesem untergeordnet. Im Gegensatz zu Mephisto erkennt Faust allerdings diese Teilhaftigkeit, die sich in seinem beschränkten Wissen ausdrückt. Faust möchte mehr, er möchte gottgleich sein und zu ganzheitlicher bzw. allwissender Existenz gelangen. Als weiteres Leitmotiv ist die Gegensätzlichkeit zu nennen. Insbesondere unter den Figuren gibt es einige Gegenspieler. Gott und Mephisto als Vertreter von Himmel und Hölle stellen einen dieser Kontraste dar. Da Faust später den Teufelspakt abschließt und damit in den Bund der Hölle eintritt, gilt er als Gegenspieler zu Gretchen, die gottesfürchtig und damit Teil der Kirche bzw. Gottes ist. Gegenüber Gretchen ist Mephisto daher machtlos und Gretchen erkennt schnell seine teuflischen Beweggründe. Der Kontrast zwischen Faust und Gretchen wird auch in deren Liebesbeziehung deutlich. Während Gretchen eine selbstlose und starke Zuneigung gegenüber Faust empfindet, nutzt Faust diese Beziehung, um seine sexuelle Begierde zu stillen. In diesem Zusammenhang kontrastieren die Szenen Wald und Höhle und
Gretchens Stube ebenfalls, da Faust und Gretchen hier über ihre Gefühle zueinander reflektieren. Ebenso tritt Marthe, Gretchens Nachbarin und Vertraute, als Kontrastfigur zu Gretchen auf. Marthe versucht zwar, nach außen als moralisch richtig handelnde Person zu wirken, doch eigentlich ist sie manipulativ und gierig. Sie ist daher empfänglich für Mephistos perfides Liebesspiel. In der Gartenszene kontrastiert Marthes Verhältnis zu Mephisto die junge, glückliche Liebe zwischen Faust und Gretchen. So, wir haben uns jetzt die wichtigsten Leitmotive Enge und Weite, Höhe und Tiefe, Licht und Dunkelheit, Teil und Ganzes sowie Gegensätzlichkeiten im Drama Faust angeschaut. Wichtig ist zu beachten, dass es sich bei diesen Leitmotiven nur um die zentralsten Motive in Faust 1 handelt. Es gibt noch einige andere, die eher szenenspezifisch oder nur auf die Gelehrten oder auf die Gretchen-Tragödie zutreffen. Für eine fundierte Analyse des Dramas sollten dir die von uns angeführten Leitmotive ausreichen. Kaum zu glauben, du kannst noch mehr Interpretationsvideos zu Faust vertragen? Oder doch lieber Hintergrundwissen? Tippe oder klicke hier links auf das Video zur Epochenzugehörigkeit oder auf unsere große Literatur-Playlist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, ciao!